Wir können halt nur die ja, Länge halt bestimmen. Und zack. Also die Entfernung. Dass wir nicht ganz so krass hin und her aimen müssen. Beispielsweise ich glaube, ich habe ihn. Der Kerl sieht aus wie Kovac. Die Beschreibung passt. Warte auf Bestätigung. Bestätigt. Der da. Das ist Kovac. Ach nee, der da. Okay. Das Fahrzeug nähert sich deinem Standort. Etwa 250 Meter. Ja, gut, das sollte kein Problem sein. Was haben wir da? 200 Meter. Das sollte eigentlich ganz okay sein. Wir haben ja schon auf 200 Meter genullt. Dass wir halt praktisch nur abdrücken brauchen. Wenn man jetzt die Dingens mal außer Acht lässt. Den Wind. Das heißt, man müsste theoretisch so ungefähr aimen wahrscheinlich. Wäre natürlich geiler, wenn man jetzt ein bisschen Dingens hat. Genau. Ich werde wahrscheinlich die Schatten oder so mal reduzieren. Da steigt ein großer Typ aus dem Auto. Es ist Zaitsev. Warte auf Bestätigung. Identität bestätigt. Warte auf den passenden Moment. Vielleicht erwischst du beide auf einmal. Ja, das wäre natürlich geil. Verstanden. So. Da müssen wir jetzt natürlich aufpassen. Sind 200 Meter, das passt. Ich weiß halt nicht, wie und ob ich eventuell beide zusammenkriege jetzt mit dem Schuss. Ja. Alle Ziele tot. Bestätigt. Verlasse den Bereich. So, jetzt müssen wir halt nur noch abhauen. Und dann hat sich's eigentlich mit der Mission schon getan. Und ich werde auf jeden Fall gleich mal ein bisschen die Schatten reduzieren, auch wenn die Schattenspiel und sowas relativ schön ist. Aber ich finde, dass die... Ich weiß halt nicht, warum... Hatte ich schon immer so eine Probleme auch beim Stream? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Zwei Tötungen bestätigt, Lodestar. War etwas riskant, bis ich freie Sicht hatte. Gute Arbeit. Hast Adleraugen. Danke. Ich sollte mir doch ein wenig Freiraum verdient haben. Hab gehört, dass Robert gesichtet wurde. Ja, ich kann gleich weiter sagen. So, natürlich kann man zum Unterschlupf normalerweise schnell springen. Er ist mein Bruder. Das Gesuch wurde abgelehnt, Soldat. Er ist keins unserer Ziele. Ich weiß. Kommst du damit zurecht? Ja, schon okay. Konzentrier dich, John. Dich erwartet schon genug Ärger. Wir haben Geister im Unterschlupf bemerkt. Die Bewegungssensoren zeigen Schatten. Wie viele? Könnten drei oder vier sein. Ein Überfall? Oder eine Durchsuchung. Vielleicht ist der Standort aufgeflogen. Verdammt, wir haben einen Waffenvorrat, Karten und aktuelle Informationen. Geh dorthin, aber sei vorsichtig. Sie wissen sicher, dass du kommst. Gut, vor Geistern hatte ich noch nie Angst. Ende. Okay, kann ich deswegen vielleicht nicht dahin? Doch, Schnellreise. Lang nicht mehr gesehen. Ja, ist schon. Das war für den Scheiß in Afghanistan. Hab's verstanden. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mir zu sagen, weshalb ich hier bin. Ich habe den Auftrag, die Separatistenzellen zu destabilisieren und ihre Anführer auszuschalten. Ich will nicht lügen. Ich brauche jemanden, der die Region kennt. Das ist ein Witz. Dachte, ich hätte klar gesagt, ich würde nie wieder für die Regierung arbeiten. Doch, glasklar. Es gibt den echten Grund. Robert, er ist hier. Robert? Oh, Robert. Also hast du mich hierher geholt, um nach Geistern zu jagen? Du weißt, dass ich in Georgia polizeilich gesucht werde, oder? In den vergangenen 6 Wochen haben CIA, BND und Mossad einen Mann, der zu Roberts Beschreibung passt, im nördlichen Georgien beobachtet. Deshalb? Mann, John. Du hast diesen Auftrag nur angenommen, weil du denkst, er wäre hier. Robert ist mein Bruder, Lydia. Er ist Familie. Wofür brauchst du mich? Du kennst die Gegend besser als alle anderen. Du bist eine klasse Kämpferin. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Damals in Afghanistan. Das ist schon lange her. Ich weiß nicht, ob es dir etwas bedeutet, aber es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen. Du unglaubliches Arschloch. Fein. Ich helfe dir, deinen kleinen Bruder zu finden. Ich frage ein paar meiner Kontakte. Lass sie wissen, dass ich wieder im Geschäft bin. Bis bald, Marine. Ein weiterer Tag im Paradies. Alright. So, wir werden sofort auch gleich in die nächste Mission starten. Ich will aber ganz kurz mal in Video reingehen. Und zwar will ich das dann nämlich einmal auf hoch anwenden. Und die Partikel nehmen wir mal runter. Hä?
Hat er die jetzt angenommen oder hat er die jetzt nicht angenommen? Hat er natürlich nicht angenommen. Schädequalität. Die Partikel. Okay. Achso. Ja. Damit einige Änderungen gedingens werden, ist okay. So. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr FPS. Egal. Ich würde sagen, wir gucken jetzt trotzdem nochmal. Munition sollten wir eigentlich noch genug haben. Ja, passt schon. Ich würde sagen, wir gehen sofort zu der nächsten Mission. Nehmen die schon mal an. Und danach werde ich wahrscheinlich nochmal die Dinge neu starten. Game. Komm rein, Lodestar. Komm schon, Lydia. Nicht auch du noch. Süß und leicht von außen. Völlig verdorben von innen. Aber du bist wirklich eine verdammte Tötungsmaschine. Dafür muss man wohl so sein. Dann lass uns anfangen. Thomas und David Cidamonice haben damit begonnen, alle Separatistenzellen zu vereinen. Die brutalen ethnischen Säuberungen haben wieder mal alle Menschen, die Hass in sich tragen, zusammengebracht. Es ist ein georgischer Widerstand aufgekommen, der an den Rändern der Separatistenkampagne wegbricht. Kurz gesagt, Sabotage. Das sorgt für Zerrüttung. Nicht sehr doll, aber mit viel Herz. Wie können wir sie für uns gewinnen? Mit einem humanitären Einsatz. Zivilisten werden an einem alten Friedhof gebracht. Dort werden sie von Separatisten hingerichtet. Rette sie. Mit Hilfe der Informationen vom Widerstand können wir Thomas und David ausfindig machen. Ist mir ein Vergnügen. Ende. Pass auf dich auf da draußen. Alright. So, und dann würde ich mal sagen, ich beschleunige mal ab hier und dann sehen wir uns dann da gleich wieder. Angekommen und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen laufen. Aber ich glaube, hier müsste jetzt die Dingens gleich kommen. So, lokalisiere die Geiseln. Ich weiß halt schon, wo es alles ist. So, die Sache ist halt nur, ich muss halt die auch ein bisschen strategisch ausschalten. Ist klar, logisch. Weil ich will ganz gerne in die Dingens rein, in die Kirche. Dafür versuche ich zumindest erstmal die ganzen Leute zu sichten. So, der könnte eigentlich theoretisch erstmal weg. Interessant, dass mein Protagonist gerade das Gewehr nicht ordentlich drin hatte. Oh, der Typ ist tot. Normalerweise müsste da noch einer umherrennen. Ja, das sind schon die Dingens. So, den nehmen wir auch weg. Ich hoffe mal, dass drin jetzt gerade keiner umherrennt. Ich bin der Meinung, dass es aber so ist. Da hinten haben wir nochmal einen. Das ist nicht so schlimm. Wir wechseln mal auf Sturmgewehr. Das ist ein bisschen doof. Weil wir haben keinen. Ah, Pistole. Stimmt ja. Pistole haben wir mit Schalldämpfer. Ende. Zack. Ich sehe das Ziel. Roger, schalte ihn aus. So, den Ziel weg. Ausgeschaltet. Verstanden. Jetzt müssen wir halt nur noch die Geisel mehr oder weniger retten. Das geht an sich wie folgt, indem wir hier irgendwo hochgehen. Und dann können wir uns die ganze easy wegsnacken mit dem Snipergewehr. Anscheinend wollte jemand die Ruine restaurieren. So, das sind halt immer diese Ressourcen, die man hat. Also ich bin auch... Oh, fuck. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich so bei 60 FPS lasse. Ich habe eigentlich gedacht, dass meine Grafikkarte das schafft und recht gut packt. Aber irgendwie ist sie trotzdem zu schwach, so langsam. Normalerweise müsste ich hier noch einen besseren Ausblick bekommen. Ey, das kann nicht sein, dass ich da schon wieder runterrutsche. Na gut, egal. Dann bleiben wir mal hier. Ich bin der Meinung, dass ich hier eigentlich... Anscheinend graben sie ihre eigenen Gräber. Die Zeit drängt. Ich bin der Meinung, dass ich da irgendwie noch höher konnte. Na gut, egal. Und ich habe halt echt gedacht, dass meine Grafikkarte echt gut genug ist aktuell. Ja, man merkt, dass die 89T Extreme Edition von Zotac ganz schön schwach langsam wird.
Den nehmen wir auch nochmal weg. So, normalerweise müssten hier noch... Huch. Achso, ich muss immer nachladen, scheiße. Er hat mich aber zum Glück noch nicht gesehen, das ist das Gute. Das heißt, er weiß, oder die wissen nicht, von wo ich genau schieße. Da haben wir nochmal einen. Ach komm schon, Alter. Feind muss in der Nähe sein. Begrenzung absuchen. Normalerweise müssten da noch mehr sein, oder nicht? So, den nehmen wir. Interessant, wie gesagt, dass das Model nicht ordentlich dargestellt wird. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Okay, den haben wir in Scheitel gezogen. Oh Scheiße, das ist einer von uns. Hinter uns. Verstanden, seid auf der Hut vor feindlichen Bewegungen. So. Außenposten gesichert, das heißt für uns ist frei und wir können halt raus. Wir können ja theoretisch noch die ganzen Leichen durchsuchen für den ganzen anderen Kram. Das Gebiet ist sauber, ihr könnt versuchen zu fliehen. Oh, danke. Wir werden nie vergessen, was sie für uns getan haben. Ja, alles klar. So, wie gesagt, wir könnten jetzt nochmal ein bisschen mehr looten für Edelsteine. Beziehungsweise, ja gut, die Edelsteine sind ist unsere Währung. Aber davon werden wir nachher noch genug kriegen. Also wir werden zum Anfang nicht wirklich viel davon brauchen. Weil wir eh noch nicht so wirklich die Dingens haben. Ja, und der Nero schreibt gerade... Obwohl, das seht ihr noch gar nicht. Zu der Zeit. Oder? Nee. Naja, auf jeden Fall werdet ihr wahrscheinlich schon dann gesehen haben. Ich bin mir nicht sicher, also streamen werde ich es. Vielleicht werde ich auch nochmal... bisschen Beta-mäßig was drauf hochladen. Schauen wir mal. Lydia, hörst du mich? Ja, tue ich, John. Gute Arbeit. Es bricht einem das Herz. Die Leute werden wie Vieh ins Schlachthaus geführt. Aber dank dir leben sie weiter, um weiterzukämpfen. Und du bist schon erfolgreich auf wichtige Informationen gestoßen. Die Rodgelöwen sind zu uns gekommen. Ihr Anführer, Koga Nemsatze, hat uns Ivan Khrushchev ausgeliefert. Er ist ein weiterer Topleutnant der Separatisten. Grausam, sadistisch, das pure Böse. Mehr wissen wir nicht über Thomas und David? Dass Informationen eintreffen werden. Ich bin mir sicher, dass Koba sehr nützlich sein wird. Er ist einer der stärksten und engagiertesten Anführer. Sieht doch ganz schnucklig aus. Ach ja? Oh ja. Lass uns weiter die Befehlskette nach oben steigen. Laut Koba findest du Khrushchev in der Siedlung. Ich vermute, es ist eines dieser Sowjetgebäude, das wie ein Gefängnis aussieht. Aber es ist ein Wohnhaus. Am Zerbröckeln. Alt. Wahrscheinlich verlassen. Pass auf, wo du hintrittst, da könnten Sprengfallen rumliegen. Danke, ich... Spar dir's. Kann mir nicht leisten, so jemand Wertvollen wie dich da unten zu verlieren. Ja, genau. Ende. John, warte. Koba hat seine Unterstützung bei der Suche nach Hinweisen auf Robert angeboten. Du hast ganze Arbeit geleistet, John. Ende. So. Ja, wir müssen... Ich muss die... mal ausreden lassen, bevor ich schnell reisen kann. Da Unterschlupf. Und dann werden wir uns natürlich auch gleich mal wieder die nächste Mission gleich aneignen. Hier ist Koba Nemsatze. Ich habe Ihren Kontakt von unserer gemeinsamen Freundin Lydia Georgiadze erhalten. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie unsere Brüder vor dem sicheren Tod bewahrt haben. Ich mag es nicht, Hilfe von außen anzunehmen, aber wenn Sie den Menschen in Georgien helfen... Huch. ...möchten, soll mein Stolz nicht im Weg stehen. Bitte treffen Sie sich mit mir. Ich sende Ihnen meinen Aufenthaltsort. Na gut. So. Nebenoperations sind, wie gesagt, nicht ganz so wichtig. Okay, habe ich immer noch wieder genug? Habe ich noch genug? Ich könnte mir natürlich jetzt eine bessere Pistole kaufen. Für 3000 spare ich aber, da ich ganz gerne hier auch mal ein bisschen was anderes haben wollen würde, wenn denn. Die Knight, die würde ich ganz gerne sparen. Das heißt, wir werden auch in den ganzen Kram ein bisschen sparen. Das heißt, hier brauchen wir auch nichts. Ist alles eigentlich Schwachsinn. Eine Panzerung können wir uns definitiv holen. Das heißt, wir halten ein paar mehr Schüsse aus und unsere Dröhnchen können wir vielleicht schon mal das erste ein bisschen modifizieren. Und Lokmunition nehmen wir auch mal mit. Damit kann man nämlich gute Sachen ein bisschen anstellen. So, davon haben wir genug. Davon haben wir auch genug. Das heißt, wir werden uns sofort mal zum nächsten Dingens begeben. So. Blockade. Finn und töte den Separatisten-Offizier Ivan Khrushchev. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist ein Wohngebiet, das vermutlich von einer örtlichen Separatistenzelle bewacht wird.
Hast du Informationen für mich? Eine neue Kategorie Ziele. Die Liste der meistgesuchten. Die gefährlichsten Monster unter den Separatisten. Es geht um grausame Kriegsverbrechen. JSOC will, dass sie bei Kontakt an Ort und Stelle beseitigt werden. Was ist mit dem ICC? Das ist der amerikanische Sinn von Gerechtigkeit. Erst chasen und dann Fragen stellen. Nun ja, ich weiß schon, was die Separatisten anrichten, also habe ich keine Fragen. Folter und Tötung von Kriegsgefangenen, Vergewaltigung und Verbrennung von Zivilisten. Schrecklich. Das erste Ziel auf der Liste der meistgesuchten ist Ivan Khrushchev. Ivan Khrushchev, ja. Die Rodki-Löwen sagten, ich könnte ihn in der Siedlung finden. Die neuen Informationen lassen erkennen, dass er seinen Aufenthaltsort innerhalb des Komplexes wechselt. Er ist zutiefst paranoid und lässt sich immer von einem schweren Trupp eskortieren. Treib dich nicht herum. Schnell rein und wieder raus. Verursache so viel Schaden wie möglich und komm zurück. Mache ich. Ende. Alles klar. Sollte auf jeden Fall kein Akt sein, da ich ja, wie gesagt, alles weiß. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht, dass ich das Game halt folglich vorher schon gestreamt habe.